und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar The Guest, a First Person Exploration Game. Ist ein kleiner so Art Walking Simulator und ich bin nochmal gespannt, wie das sein wird. Gehen wir mal auf ein neues Spiel. Natürlich. Ja, ich habe das vorher noch ein bisschen ausprobiert, wie das funktioniert. Ja. Schauen wir mal rein. Team Gotham Game. Okay. Darin an die Decke. Deckenventilator. 25. Oktober 1986. Oakwood Hotel. Okay, wir sind anscheinend in einem Hotel. 26. Oktober 86. Und die Frage, was wir dort machen. Belmont. The United States. Es klopft jemand an die Tür und es ist 4.23 Uhr. Welcher Wahnsinnige klopft bei uns an die Tür um 4.23 Uhr? Ich tue mal meinen Kater weg mit auf. Okay. Und los geht's. Haben wir da. Oh. Das ist auch ein Spinnweben. Da ist schon länger nichts mehr gemacht worden anscheinend. Lass uns da rein. Inventar. Ja, das auch nochmal ansehen. Ah, ja, ja. Okay, wenden. Gut, können wir uns verlassen. Da, dann. Eine Bibel. Holy Bible. Dio. Na, na. Da. Ah, Lea. Morgen früh gehen, sehen wir ein paar neue Tabletten. Was hat Pio gesagt? Okay, nicht leer. Oh, Zigarette. Eine Not Lucky. Gut, halten wir. Oh, kann ich das Licht auch aufdrehen? Das ist spitze. Sonst noch was? Schön. Schön, schön. Es regnet, es sind hier drinnen nass. Richtig schön. Oh, was haben wir hier? Evgeny Leonov. Okay, ich kann mit dieser Namen nicht wirklich viel ausdrücken. Schauen wir mal, wie es dann mit den anderen wird, hoffentlich. Wird das nicht? Ja, es klopft schon wieder. Mann, der ist ungeduldig, der Typ. Naja, wen kannst du verdenken, wenn er die ganze Zeit schon klopft und wir nicht aufmachen, ne? Aber nichtsdestotrotz werden wir trotzdem weiterschauen. Auf jeden Fall. Volgograd. Zwischenlandung in Sarajevo, glaube ich nicht. JFK. Ziel ist Boston. Gut. Wir wollen nach Boston. Oh, jetzt haben wir's. Muss nur kurz raus, das habe ich vergessen. Haben wir da noch? Oh, ein Boarding Pass. Boardkarte. Name Evangeline Leonov. Von Volk nach. Ich glaube, das war Volgograd, glaube ich. Wenn ich mich erinnere, weil ich ein bisschen habe ich so weit gespielt, um zu testen, wie das funktioniert. Nach Boston. Flug S02101. Klasse A. Uhrzeit 15:30. Gate D22. Gate schließt um 15:20. Okay. Sitzplatz 25C. Zu wissen. Da haben wir, glaube ich, einen Stift gehabt. Also ordinärer Stift. Okay. Keine Glühbirne drin zu sein. Haben wir hier noch? Keiner nichts. Wird da noch etwas? Auch nichts. Ah, ein Mistkühl, da leuchtet was. Und gleich mitnehmen. Alles mitnehmen, das hat die Wiese bei einem Adventure-Spiel immer alles mitzunehmen. Weil es kann man irgendwo immer gebrauchen, egal wo was ist. Dann haben wir noch was zum Lesen. Sehr geehrter Dr. Leonov, wir sind hoch erfreut, dass Sie unsere Einladung zum 9. jährlichen Internationalen Wissenschaftskongress in Boston angenommen haben. Es ist uns eine Ehre, dass Sie willens sind, von so weit her anzureisen, um unsere Hauptredner auf dem Kongress zu sein. Meine Kollegen und ich brennen darauf, an Ihrem Wissen teilhaben zu können.
Anbei finden Sie die Informationen zu Ihrem Business Class Flug sowie die Tickets, Ihre Ankunft am Bostoner Flughafen am 23. um 11.30 Uhr. Sollte Ihnen genügend Zeit lassen, sich auszuruhen und auf Ihre Rede am 25. vorbereitet zu können. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Okay, noch eins zur Auflösung. Ich musste sie leider sehr weit runterdampen, weil sie sonst nicht funktioniert hätte hier. Und ja, deswegen auch die etwas schlechtere Qualität. Dafür entschuldigen. Beim nächsten Mal wird es besser. Gut, wir haben hier einen Brief. Und zwar von der Universität von Boston. Commonwealth Avenue. Boston, MA. Gut, 22.15. Okay. Das wurde am Oktober, den 10. sowas, um 6.30 Uhr halt geschickt. Oder entgegengenommen, sagen wir so. Da haben wir Volgograd, genau, in Russland ist das. Wir sind russischer Wissenschaftler anscheinend. So, was haben wir da noch? Wir möchten Sie darüber informieren, dass zwei Männer am Flughafen Boston auf Ihre Ankunft warten. Wenn Sie ihnen diesen Brief zeigen, werden Sie zum Hotel gebracht. Werden Sie sie zum Hotel bringen. Dort können Sie sich ausruhen. Das Oakwood Hotel befindet sich in einem Vorort von Baltimore. Belmont. Baltimore. Ich jedes Mal nach Baltimore. Dieses Hotel unterstützt uns seit langem bei der Organisation von Veranstaltungen. Ich hoffe, dass Sie mit dem Service zufrieden sein werden. Unsere Dankbarkeit lässt sich kaum in Worte fassen. Naja, wo ich das so gut finde, dass noch Spinnweben da hier herumhängen und die Pflanzen nicht gegossen sind, was sie hier ausgetrocknet. Außerdem sind das Eichenblätter. Was machen Eichenblätter hier? Auch wenn wir ein Oakwood Hotel sind. So, wir haben ein Telefon. Haben wir hier irgendwas? Es funktioniert auf jeden Fall. Oh, das wurde anscheinend zerrissen. Da fehlt ein Stück. Uiuiui. Schauen wir uns dann gleich noch an, natürlich. Oh, da ist was ganz Wichtiges. Nach einer Tür schnallt er aus. Sehr gut, das behalten wir. Dann haben wir ein Magazin. Was kann das? Science Odyssey. July 1986. $3. ADP 230. Verschmelzung zweier Galaxien. T-Zellenerkennung, biotechnische Einfriergeräte, die neue Biologie. Okay. Und wir schauen, was wir damit anstellen können oder anfangen werden. Auf jeden Fall ist hier kein Licht. Können wir das Licht aufdrehen? So, das war's schon auch. Ja. Was haben wir hier drinnen? Eine Box voller Überraschungen. Wir haben eine Glühbirne. Na gut, da können wir gleich die Lampe anschauen. 15. ESP-Kongress findet in Belgrad statt. Der 15. Kongress der Europäischen Soziologischen und Ökologischen Arbeitsgemeinschaften, ESPA, findet nächsten Monat in Belgrad, Serbien statt. Die französische Psychologin Irene Sedoux stellt ihr neues Buch Mankind Analysis vor. Ja, gut. Schön. Haben wir noch was in den Laden drin? Da haben wir was. Das ist wichtig. Halten wir. Brauchen wir den Strom einschalten können. Hier mal die Glühbirne aktivieren. Wir verwenden die. Und jetzt haben wir auch hier Licht. Sehr gut. Irgendwas in der Ecke noch. Ah ja. Wir haben einmal eine Batterie. Eine 1 Volt Batterie. Sehr gut. Dann haben wir das Unterteil. Okay. Feuerzeug. Gerade beim Vorbeigehen gesehen. Wie habe ich es auch das letzte Mal gefunden? Das ist gerade auch gut. Okay. Drinnen. Okay. Wir haben ja irgendwas bekommen, gell? Ansehen. Mal, ob das so zu entziffern ist. Das ist eine 5, eine 3, ne? Da rechts. Ansehen. Es gibt nämlich ein Brief mit, wenn ich das ohne etwas aufmache. Wohl. 3.
Oh yeah, hell yeah, ich hab's noch. Einen Schraubenzieher bekommen und wir haben die Laden noch nicht gesehen. Da noch etwas drinnen. Auch nicht, gut. Dann werden wir hier nicht ansehen. Da, gut, und dann brauchen wir noch den Schraubenzieher. So, sehr gut. Haben wir das auch erledigt? Ich glaube, das Thema ist soweit erledigt, wie wir. Haben wir einen Dunkeln? Oh. Okay. Uns geht's, glaube ich, nicht so gut, ne? Das ist. Pflaster sind das, okay? Ich bin gespannt, wofür wir das brauchen werden. Du machst mich nervös da. Reife. Shampoo. Duschgel. Noch was? Taschentücher. Okay. Haben wir hier drinnen? Oh, eine Raid Cell. Okay, wir lassen das lieber noch. Kompliziert aus. Ein Rasiermesser. Kann man es irgendwie öffnen? Gut. Oh. Überraschung auf dem ESPA-Kongress. Psychologin und Soziologin Irene Sidux ist wieder erwarten. Nicht zur Präsentation ihres neuen Buches Mankind Analyzer erschienen. Da viele renommierte Fachleute dagegen waren, war dies für alle eine große Überraschung. Der gesamte Kongress blieb und wartete gespannt auf Neuigkeiten über seine illustre französische Kollegin. Leider sind bislang keine Details über die Gründe für Frau Sedoux Abwesenheit bekannt. Okay, schon oder nicht aufgetaucht zumindest. Gut, was haben wir hier? Finster. Ah! Eine Zange. Sehr gut. Eine Zange, die wir mal gebrauchen. Das sieht für mich am nützlichsten aus, was wir da haben. Das ist doch etwas. So, das ist schon nicht gut. Was haben wir da denn? Gehalten. Werden wir mal mit der Zange arbeiten. Denn wir brauchen was. Kombinieren. Jetzt können wir das nämlich verwenden. Endlich. Nee, geschafft. Schauen wir mal rein. Und das Licht an. Ding. Oh. 20 Volt haben wir hier. Echt. Kombinieren. Nicht einschalten, hier ist es sicherer. Okay, halten trotzdem rein. So. Launisch wie wir sind. Okay, nu? Was für ein Geräusch war das? Okay. Wo ist das Regal hin? Regal ist verschwunden. Bild ist auch verschwunden. Was soll das? Was ist denn das für ein Bild? Reicht der hier irgendwie dazwischen? Schade. Hier kann ich nicht erkennen. Gehen wir da rein. Okay. Toll, das funktioniert nicht. Licht funktioniert nicht. Haben wir hier? Funktioniert nicht, scheint keine Strom zu funktionieren. Okay, dafür brennt aber das Licht da hier, ne? Oakwood Hotel. Bereich A. Newton, ja. Notausgang, Plan für Zimmer 297. Wählen Sie Feuer sofort an der Rezeption. Verwenden Sie nicht die Aufzüge. Erregen Sie vom Fenster aus Aufmerksamkeit. Schließen Sie beim Verlassen des Zimmers die Tür.
Bleiben Sie ruhig, rennen Sie nicht, schreien Sie nicht. Sollte Ihre Kleidung in Brand geraten, rollen Sie sich auf den Boden, um die Flammen zu ersticken. Okay, gut. Brandschutzordnungen, sehr gut. Oh, ein Reifen. Reifen. Da können wir nicht. Okay, verschlossen. Haben wir hier. Oh. Gut, rot, blau, gelb. Möge es so sein. Haben wir hier. Noch eine. Sehr schön. 5 Volt. Hier vorher noch was. Geht lieber mal zu. Oh. Tada. Gut, wie viel haben wir da? Wir haben da 1, 2, 3. Wir haben alle. Verwenden. Stoppen wir mal irgendwo hin. Dass wir da mal arbeiten können. Wir müssen dann schauen, wie wir die schaffen. Okay, 5-5-5-1. Wir können das da mal nach oben geben. Nach oben. Oh. Gut. Also ja, ich habe das wirklich nicht gemerkt. Das ist jetzt zufällig gemacht. Gut, damit haben wir das auch schnell geschafft. Was eigentlich nicht gedacht hätte. Mehr Licht als hier. Gut. Da haben wir einen Teller anscheinend. Ja. Oakwood-Zeichen. Okay, ein Oakwood-Teller. Wir haben also in unserer Suite einen eigenen Teller. Sehr schön. Sehr schöne Gläser. Also diese Suite ist schon was Feines, ne? Oder noch? Oh. Und die Bar. Haben wir hier. Oh. Das Bläuliche blinkt schon mir ins Auge. Ein Dreieck drauf. Aus wie sein Stempel. Das sieht nicht wie ein Hotelzimmer aus, nicht wahr? Naja, eigentlich schon, würde ich sagen. Ne? Also ich bin nicht so viel in Hotels, aber ich glaube schon mal. Aber da die Pflanzen, die sind aber noch grün. Hier ein Bild. Bildchen. Haben wir was zum Lesen, sehr schön. So, einmal. Hallo Eugene. Deine momentane Dosis Fluoxetin sollte am 24. Oktober enden. Zu diesem Zeitpunkt wirst du bereits im Posten sein. Weshalb ich ein neues Rezept vorbereitet habe, damit die Sekretäre des Kongresses dir am 25. eine neue Dosis entnehmen können. Bringen können. Du weißt, dass ich dir nicht mehr Dosen geben kann, als du zu einer bestimmten Zeit brauchst. Wir können es nicht riskieren, uns in eine gefährliche Situation zu begeben, so wie letztes Mal. Gute Reise, dein Arzt. Oh, vielen lieben Dank, lieber Arzt. Ja. Dass wir uns ein Rezept geschrieben haben. Das ist das Rezept übrigens. Patient Eugene Leonor, Arzt Grigori Oleg. Der Oleg ist das 0381-21953. Ja. Gut, seine Arztnummer wahrscheinlich oder seine Telefonnummer, ich weiß nicht. Wir werden das nochmal ausprobieren, wir haben ja ein Telefon. Datum vom 25.10.86 bis oben offen. Fluoxetin-Tabletten. Gut, haben wir da, okay, Falltür geschlossen. Dann haben wir hier, geschlossen, dann haben wir hier noch etwas. Hm. Das Zeichen kennen wir ja doch. Ja, probieren wir mal, ob wir es da reingeben können. Ja, passt. Gut, wir haben ja noch eins. Frage, wo haben wir das hingegeben? Da oben haben wir es. Welches ist das hier? Ah, das obere. Sehr gut. Dann fehlt uns nur noch eins. Auch hier. Dann. Ja, clean the room. Don't disturb. Nehmen wir gleich mit. Eine Lade, die halb offen ist. Mittlere Lade noch. Ja, da ist auch nichts. Und, oh, Schnipsel.
zwei Wochen vermisst. Irene Sedux wird seit ihrer Abwesenheit bei der ESPA vor zwei Wochen noch immer vermisst. Selbst die, die ihr am nächsten stehen, wissen nicht, wo sie sich aufhält. Externe Quellen behaupten, die Psychologin gesehen zu haben, als sie das Flugzeug von Lyon verließ und das Ursis Hotel in Belgrad betrat. Ohne einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort geht man vom Liebsten aus. Oje, okay. Mal die Frage, was mit hier passiert ist, ne? Wie hier? Mehr Plattenspieler. Okay. Oh. Und einen Reifen. Den nehmen wir natürlich auch. Wir haben alles mit. Okay, das will nicht aufgehen, ist ja kaputt. Wir haben halt die Platte aus. Verwenden. Hier kommt es dann auf was drin. Oh. Licht haben wir hier. Wieder etwas hier reinpassen. Unterkörper, der Oberkörper ohne Arme und sonstiges. Wieder, ah, da blinkt was. Ah, das ist unser letztes Ding. Sehr gut. Auch dies. Hier brauchen wir eine Kurbel. Eine Spieluhr. Macht ist Maschinerie, Natur ist Ignoranz. Oh gut. Sehr geehrter Dr. Leonov, willkommen im Oakwood Hotel. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, dass Sie einen erfolgreichen und angenehmen Aufenthalt haben. Sollten Sie irgendetwas benötigen, zögern Sie nicht, uns über das Hotel-Telefonbuch zu kontaktieren. Hochachtungsvoll, Frank Bowman, Geschäftsführer. Okay. Also ein Telefonbuch hier. Okay. 9. Internationaler Wissenschaftskongress, Zeitplan Dr. Jean Leonov. 23. Oktober, 11.30 Uhr, Ankunft in Boston. International Airport, 12.45 Uhr, Eincheck in Oakwood. 24. Oktober, freier Tag zur Erholung und Vorbereitung. 25. Oktober, 11 Uhr, Eröffnungsrede. 12 Uhr bis 14.30 Uhr, Eröffnungsmesse. Eröffnungsessen, Entschuldigung, Eröffnungsmesse. Eine Eröffnungsmesse zu, nach der Rede, ne? Ja, es gibt lecker, lecker Spaghetti und so, ne? So, 26. Oktober, 11 Uhr, erstes Seminar. 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, eine kleine Pause mit Mittagessen. 16 Uhr bis 18 Uhr beginnt ist das zweite Seminar. Und am 27. Oktober, 11 Uhr ist das dritte Seminar, unser letztes. 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr gibt es wieder was zum Essen für euch Leute und eine kleine Pause. 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, die Verabschiedung und das Feedback. Könnt ihr die Feedback-Fragebögen, könnt ihr natürlich dann gleich ausfüllen, hinlegen, wir holen uns das gleich ab. Ja? Oh. Wow. Aber noch eine Zigarette. Okay. Magazin Science Odyssey, Februar 1986, 3 Dollar. Das Challenger-Unglück, die Wahrheit hinter dem Ball. Raumkleider, Sportwagen, Satellitenfernsehen. Okay, die halten wir mal. Oh, weiße Rauschen, das ist schön. Das schaue ich mir auch ab und zu an. Das ist so ruhig. Ja, das ist kostenfrei zu empfangen. Aber, geht das? Oh mein Gott. Gott, da wird etwas draus. Oh mein Gott, ein Gesicht war zu sehen. Schräg überhaupt. Schräg überhaupt. Mach hier zu und mach mir auf den Weg heim. Oh, wir haben den Stapel. Oh, ja, ja. Oh, lecker. Telefonverzeichnis. Telefon ist 00000. Rezeption 01000. Zimmerservice 02 plus Zimmernummer. Backdienst 03 plus Zimmernummer. Hasella Coffee 42606. Ortsgespräch 09 plus Telefon. International 09 plus Ländercode plus Telefonnummer.
Zimmer zu Zimmer. 08 plus Zimmer. Ruf ihn an. 4811. Okay. Das werden wir mal behalten. Nein, wir haben ein paar Telefonnummern. Ich werde jetzt die Musik ausmachen, die wird mir ein bisschen schon zu laut. Hi Lenz. Wir hatten da eine Telefonnummer, glaube ich, irgendwo drauf. Das. Ah, 03-812-1953. Das werde ich mir aufschreiben. 03-1-9. So, haben wir das mal notiert. Telefon. Wir machen uns die Garde und gehen nochmal ins Telefon. Die Nummern ausprobieren. 0 0 0 0 0. Nehmen wir die 0, gell? Ja. Ansehen. 5 mal die 0, ja. Also 5 Zahlen müssen es mindestens sein. Ob die Red und irgendwie der Telefonist irgendwie abhebt. Okay. Ah. 0, 0, 0. Das ist nämlich die Rezeptionistin. Und dort werden wir mal schauen, was sie zu sagen hat. Oder ob sie überhaupt was zu sagen hat. Auch nicht, okay. So, eine letzte Telefonnummer können wir noch probieren, bevor wir jetzt leider Schluss machen. Aber. Nichtsdestotrotz, wir werden dich weitermachen beim nächsten. 9. 7 sind wir. Und ja, schauen, ob da irgendjemand abhebt. Ja. Gut, dann sage ich auf jeden Fall hiermit Dankeschön fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal natürlich gleich wieder. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, dass ihr den zweiten Teil natürlich seht, natürlich ein Abo dalassen mit der Glocke, nur zusammen sind sie stark. Das Like nicht vergessen und ein Kommentar noch darunter, wenn ihr irgendwie was loswerden wollt natürlich. Und auch wenn ihr nichts loswerden wollt, schreibt einfach rein, ja, beantwortet auch Fragen, wenn ihr möchtet. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao Leute!